Hallo und herzlich willkommen zu Bernd in seiner Kochecke. Heute mal wieder zu einer Cocktailprobe. Wir machen den Virgin Mojito, das heißt den Mojito ohne Alkohol. Ganz spannende Sache, weil das so ein Cocktail ist, den ich mir nur ganz schwer ohne Alkohol vorstellen kann. Ne, bei sowas wie einem Tequila Sunrise, wenn ich einen Tequila weglasse, weiß ich, da sind ein paar süße Säfte. Da kann ich mir ungefähr vorstellen, da kommt ein Kinderpunsch raus. Aber bei einem Mojito den Alkohol weglassen, bin ich mal gespannt. Wir schauen uns mal an, wie es funktioniert. So, der Mojito Virgin, der wird mit Ginger Ale gemacht. Das heißt, da wo man sonst ja den Alkohol mit so einem Sodawasser oder so hochschäumt, wird stattdessen Ginger Ale benutzt. Ist, glaube ich, eine ganz gute Wahl. So eine Ingwer-Limonade hat ja einen schön intensiven Geschmack, der hoffentlich dann gut zusammen mit der Minze und der Limette geht. Rohrzucker und das Übliche kommt da sowieso rein. Das heißt, das Rezept bleibt ansonsten relativ unangetastet. Und es ist kein geshakter Drink. Ich brauche also nicht den Shaker, sondern es ist diesmal ein gestoßener Drink. Da sind wir mal gespannt drauf. So, ein Blick auf die Zutaten. Wir haben die typischen Limetten. Ne? Die werden dann klein geschnitten und zerstoßen, zusammen mit Minzblättern. Wir haben ein bisschen Rohrzucker. Gleich hole ich noch ein bisschen Eis, das kommt dazu. Und dann eben statt Soda und Alkohol unser Ginger Ale. Mal gespannt. Beim Material brauche ich mein Messer. Ich habe wieder die Cocktailgläser hier mit ein paar Röhrchen. Ich kann was Garnitur aus den Limetten machen. Und ich habe einen Stößel statt dem Shaker. Den werden wir benutzen, denn es ist ja ein gestoßener Drink. Schauen wir uns gleich an. Gut, hier nehmen wir unsere Limetten. Riechen schon intensiv beim Aufschneiden. Das ist das Schöne, da braucht man gar keinen Limettensirup oder sowas mehr reingeben. Und schön die frischen Limetten hier hat. So ist ein zerstoßener Drink halt doch was anderes wie ein geshakter. So, wir haben einen braunen Rohrzucker. So, der soll so gut reinkommen. Wir haben hier schön was frische Minze. Zack. Mal schön die grünen Blätter hier nehmen. Brauner, das lassen wir. So. Wunderbar. Gut, ich habe die Garnitur was vorbereitet. Jetzt wird erstmal gestoßen. Ja, dann wollen wir schön hier aus den Limetten den Saft rauspressen. Der vermischt sich dann schön mit der Minze und dem braunen Zucker. Das ist überhaupt so eine Sache, die sehr gut zusammenpasst. Ich kann euch das auch empfehlen, wenn ihr mal sowas wie braunen Zucker einfach mit Minze zusammen in einem Mörser zerstoßt und das Produkt davon über irgendein Obst drüber kippt, zum Beispiel über ein paar Ananasscheiben. Kriegt dann ganz tollen Geschmack. Hier in dem Fall jetzt hier mit den Limetten ist natürlich schön sauer, aber das wartet ja auch noch eigentlich auf den Alkohol, in unserem Fall jetzt auf das Ginger Ale. Wie ihr seht, habe ich schon ganz ordentlich gestoßen. Ich wollte schon, dass der Saft richtig rauskommt. Und dass sich der Zucker wirklich mit dem Limettensaft und der Minze richtig verbindet. Gut. Und jetzt erst, wenn wir diese Melange geschaffen haben, jetzt erst kommt das Crushed Eis dazu. Ich habe jetzt ein bisschen Eis gecrushed. Das kommt jetzt oben drauf.
wenn ihr nicht genau wisst, wie, ich habe ein paar Eiswürfel genommen, einfach mal ein Handtuch gewickelt, schön eng das Handtuch dann zugewrungen und das gegen die Hauswand geschlagen. Und schon zerplatzt das Eis, wie ihr seht, hier in ganz kleine Kristalle. So. Wunderbar. Auffüllen mit Ginger Ale. Das sieht jetzt schon gut aus. Ich werde das mal dekorieren und anrichten. So sieht unser Virgin Mojito fertig aus. Das kann sich doch sehen lassen. Gar nicht mal schlecht. So, es ist Zeit für die Probe. Mal gucken. Schön mit Lemon, mit Minze, mit Zucker. Oh, das schmeckt kräftig. Oh. Minze und sauer. Ja, der Ginger Ale ist aber richtig. Der Ginger Ale ist der richtige Ersatz für den Alkohol. Das merkt man durch das leicht blubberige. Das kann man gut trinken, wenn es draußen schön warm ist. Als Kinderpunsch ist das sicherlich nicht geeignet. Aber wenn man diesen Geschmack so mag, mit dieser Minze und dem Zucker, das geht. Also mit Ginger Ale kann man machen. Gut, wir haben jetzt alle einmal kräftig durchprobiert. Meine Frau und ich, wir sind uns einig, da kann man gut einen von trinken, schön erfrischend, mit der Minze, mit der Säure. Ich würde aber nicht zwei, drei davon hintereinander. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kräftig. Die große Überraschung ist, Sohnemann hat es probiert, der mittlere, und sagt, ja, die Minze mit dem Zucker, das passt richtig gut zusammen, das ist ganz lecker. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, da wäre für Kinder eher nichts. Aber Sohnemann schmeckt's, also eine runde Sache für die ganze Familie. Das war's dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal mit dem Virgin Mojito. Tolle Sache, Minze, Lemon, Rohrzucker. Wie gesagt, der Tipp, Rohrzucker und Minze mal zerstoßen, über Frucht geben, unabhängig von einem Cocktail, kann eine ganz toll erfrischende Sache sein. Einfach für eine Stunde in den Kühlschrank stellen, wieder rausholen, reinbeißen, lecker. Ist in dem Fall gar nicht so unähnlich dem, was wir hier kreiert haben in unserem alkoholfreien Cocktail. Bis zum nächsten Mal.